Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Wir werden heute nochmal mit der dritten US-Panzerdivision Spearhead antreten. Wieder gegen eine zufällige KI. Wir haben hier die dritte Fallschirmjäger-Division von den Deutschen bekommen, die glaube ich aus dem D-Day-DLC ist. Diesmal gegen eine schwere KI. Das Ganze könnte also wieder interessant werden. Ich glaube, die letzte Schlacht gegen die schwere KI war das mit den Tigern 2. Das war die 21. deutsche Panzerdivision, wo wir irgendwie fast anderthalb Stunden gebraucht haben. Okay, mal gucken, wie das heute so abläuft. Wir wissen ja, wir haben sehr viele Sherman-Panzer. Die sind da deswegen problematisch, weil sie keine gute Durchschlagskraft haben. Also gegen gepanzerte Ziele wird es tatsächlich schwierig. Wir sind auf der gleichen Karte wie gestern, nur, wenn ich das richtig sehe, von der anderen Seite. So, was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich würde gerne hier vorne oder hier oben eventuell einen Scout reinsetzen. Gut, wir holen uns erstmal die Recons. Ich würde sagen, den Recon, die Spättruppen, die stellen wir hier oben auf. Die können auch auf der Freifläche stehen, haben trotzdem einen sehr, sehr guten Tarnwert. Im Gegensatz zu den Aufklärungspanzern. Also hier die kleinen M5A1, die sind dadurch, dass sie halt ein Fahrzeug sind, haben sie den schlechteren Tarnwert. Und vor allen Dingen, ihr seht schon, die kosten auch 40 am Anfang. Das ist teuer. Also, man muss halt gucken, wofür man am Anfang seine Punkte so ausgibt. Wir können am Anfang mit den Shermans M4A1 reinkommen. Wir haben später ja auch noch die Shermans mit der 76er Kanone drauf, die ein bisschen mehr Durchschlag haben. Aber die bekommen wir erst in Phase B. Wir gucken mal, dass wir auf jeden Fall hier drüben mit Infanterie gut durchdrücken. Das heißt, die kriegen einen Offizier mit dazu. Hier drüben könnten wir uns auch hier über diese Baumlinie durchkämpfen. Beziehungsweise wir müssten auch mal, glaube ich, hier was auf den Punkt stellen. Haben wir irgendwas? Oh ja, Flammenwerfer sind natürlich auch nice. Panzerabwehr haben wir die 76er. So, die Mitte müssen wir auch noch besetzen. Da packen wir die hin. Die kriegen... Ach komm, wir nehmen mal zwei Recons. Den einen setzen wir hier, den anderen versuchen wir hier vorne hinzusetzen. Der müsste ja dann hier drüben die ganz gut abdecken. Ein Panzer. Noch ein Panzer. Damit wir hier die Straße längs abdecken können. Und damit sind wir voll. Okay. So, die anderen... Jetzt ein bisschen aufpassen. Ein Stück mal weiter hinter. So. So, ihr fahrt mal bitte hier an den Waldrand ran. Die Armed Rifles oder was? Armed Forces? Wie heißen die genau? Armed Rifles. Die hätte ich gerne hier. Und die beiden Panzer hätte ich gerne hier längs der Straße. So, den Scout, die Mitte hier oben hin. Und die hier bitte erstmal schnell bewegen hier hin. Und dann aber bitte hier hinten lang und nicht längs der Straße, weil dann können sie nämlich von hier drüben angegriffen werden. Genau. So, und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Need a lift? 10-4, good buddy. Ready to transport. Copy that. Out. Driver, put it in gear. So, die da schon mal ran. Sir. Bitte fahr mal auf der Straße und nicht auf neben der Straße. Oh Mann, Leute, ernsthaft. Copy that. Out. Carried away, sir. Ich
Ich weiß nicht genau, warum die manchmal nicht am Anfang die Straße benutzen mit schnellen Bewegen und manchmal halt eben nicht. Das ist mir nicht so ganz klar. Oh shit. Lade ich mal aus. Haben wir noch ein Infanterie? Nee, keine Infanterie. We're listening. Roger. So, hier hat er einen Scout stehen. Den greifen wir an. Die Halbkettenfahrzeuge bewegen sich wieder mal schnell zurück. So, und die gehen Feuer erwidern. Da in den Häuser rein. Gib dir den Scout mal bitte raus. Danke. So, die laden wir alle aus. Der Leader geht hier in den Wald rein. Die Flammenwerfer gehen da rein. Kommt schon, die Panzer müssen da ran. Let's go, guys. Need some extra eyes, sir. So, die Panzer bitte hier längs die Straße lang fahren. Da haben wir einen Stuck. Careful. Enemies nearby. Waiting for orders. So, hier drüben. Hat unseren Scout erwischt. Don't wake Jerry. Sir, yes, sir. Wir packen die hier alle schön rein. Und die Halbkettenfahrzeuge verstecken wir hier erstmal im Wald. Gut, dass wir hier den Scout in der Mitte verlieren, ist natürlich extrem ärgerlich. Dass er diese Höhe da eingenommen hat, gefällt mir überhaupt nicht. 10-4, good buddy. Beginning the attack, sir. So, den Scout da bitte. Good hit, good hit. Radio check, red 1 through 6, over. Mach nochmal das Stuck. Second platoon, let's go. Den Scouts ist ziemlich kacke hier. Moving at full speed. So. Scouts at your orders. Mm. Ja, gegen eine 7,6er ist halt nicht so geil. Ja, wir müssen ihm erstmal die Scouts da rausnehmen. Das ist wichtig. Das Stuck hier ist auch noch ein Problem. So, hier drüben der Scout. Geht mal bitte hier in die Stadt. So. Das Stuck ist tatsächlich ein Problem für uns. Es muss nah genug rankommen, dass wir... dass wir es rausnehmen können.
So, können wir das Stück da rausnehmen? We've got them. Yes, sehr gut. Wir haben das Stück rausgenommen. Reporting for duty. This is Red 2. Enemy spotted. Das Stück hier ist ein Problem für uns. Und der scoutet jetzt hier noch. Okay, hier im Ausladen. Da rein. Er schießt natürlich den Offiziers-LKW ab. Panzer ab. Gut, bitte mal hier lang. Du bitte hier hoch. Die Stucks sind halt tatsächlich ein ziemliches Problem für uns. Weil wir die nicht durchschlagen können. I love the smell of fire in the morning. Dafür brauchen wir Panzerabwehr. Die 76 mm zum Beispiel hier brauchen wir dafür. So. Hinterher. Roger that. Yes, sir. Reverse, but keep facing the enemy. Careful. Enemies nearby. Oh oh. Damn, oh, das war knapp. Waiting orders. Erstmal hier wieder runter von dem Hügel. So, hier drüben. GIs ready for battle. Die ganzen Scouts müssen wir da erstmal rausballern. War Daddy to Red Leader. I am listening. Da steht auch ein Stuck, das ist natürlich nicht so geil. So, okay, pass auf, jetzt müssen wir erstmal hier eine 76 mm längs der Straße aufstellen. Der Scout wird da jetzt rausgehen. 14 zu 10 steht. Sieht nicht so gut aus. Ready to transport. Stück schon wieder in der Schussreichweite. Komm, zurück, 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 zurück. Du da lang. Zurück, 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 zurück. In Deckung des Waldes, damit er nicht wieder auf uns schießen kann. Und dann hier lang. Okay. Was können wir an Artillerie dazu holen? Stucks hier sind halt tatsächlich. Kann man noch eine 76er? Noch einen Stuck, okay. Das Stück da muss raus.
Ah, die Stucks machen uns echt das Leben schwer. Sir, yes, sir. Nice shooting, Gunner. Wo ist unsere 76 mm, die wir geholt haben? Haben sie die etwa schon rausgeschossen? Wow. Der LKW steht hier. Oh, großartig. Need some extra firepower. Fire, smash him. Komm, greif die an mit den Bazookas. This is Red 2. Enemy spotted. We're under fire. Okay, sehr gut. Alle. Give us a good firing position. Gut. Das Stück ist raus, da kommt's wieder. Sir, yes, sir. Panzer hier sind noch unterwegs. Ryan, get down. AT gun, primed and ready. Okay, sehr gut. Ryan, get down. At your orders. Wir arbeiten uns hier an das Stück ran. Choose your targets. Wenn wir ihm die Stucks rausschießen können. Ja, sehr gut. Okay, dann bleib hier. Dann können wir auf jeden Fall hier deutlich besser arbeiten. Gordo, bring us there. Yes? Yes, sir. Light those bastards up. Ah, nimm den. So schnell kannst du gar nicht reagieren, wie er da den. Den Sherman rausnimmt und uns da jetzt den Punkt wieder wegnimmt. 15 zu 9. Yes. Komm, die 76er muss es jetzt machen. What's up, sir? Komm, schieß! He's burning. Yes, perfekt, okay. GI is ready for battle. Nice shooting, Gunner. Ready, sir? As you command, sir. Yes, sir. Enemy spotted. Be ready. Shut up and listen to the captain. I want to go home. I want to go home. Come. Ready to blast some tanks, sir. Squad. Scheiße, die gehen jetzt raus dort. Let's go, guys. Blöde Stuck. Yes, sir. So, wir haben den Punkt aber wieder gesichert. Das ist schon mal gut. Radio check, red 1 through 6, over. Enemy spotted. Jetzt kommt er hier mit Flammenwerfern an. Mal gucken, ob wir die erstmal in Schach halten können mit den Halbkettenfahrzeugen. Go to hell. Opening up on Jerry. They spotted us. This is Red 2. Enemy spotted. Shut up and listen to the captain. Sergeant Highway's hit. Give us a good firing position. Oh, 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 oh. Put your foot down, driver. Yes, sir. Fire at them. Marching formation. Move out. Nice shooting, Gunner. Medic! Radio check.
check, red 1 through 6, over. So, schnelles Jagen bitte hier rein. Light those bastards up. Ryan, get down. GI is ready for battle. Second platoon, let's go. Jerry's dead. Awaiting orders. I love it. So many positive waves. Reporting for duty. So, das Stück da bitte mit den Bazookas. We've got them. Second platoon ready, sir. Ryan, get down. Gut. Okay, das gefällt mir hier auf der linken Seite. Jetzt haben wir hier das Problem. Wie gehen wir das Problem an? Wir holen uns erstmal Infanterie. Ready, sir. Go in there. Holen uns den Punkt zurück. Ich hoffe, er hat bald keine Stucks mehr, dass wir hier ein bisschen besser arbeiten können. Panzer. Auch da lang, okay. So, die fahren bitte hier vorne ran. 76er bitte hier ran. Der Scout hier vor. Wir brauchen hier mal noch ein bisschen Infanterie. Radio check, red 1 through 6, over. Die mal bitte wieder hier runter und hier ran. Haben wir MGs als Unterstützung? Ne. Artillery at your orders. Aber wir holen mal noch einen weiteren Mörser. So, hier die greifen mal an. Let him have it. Driver, put it in gear. Komm drauf einfach. I have a bad feeling. Die sind auf Rückzug. Nimmt sie weg, wir müssen den Punkt kriegen. Taxi ready. Warum ergeben die sich nicht? You say so, sir. So, damit haben wir das erste Mal, nee, immer noch nicht. Aber wir haben den, wir haben das Ganze hier schon mal ein bisschen geklärt. Hier war wirklich nicht viel. Kommt jetzt drauf auf ihn, das gibt's ja gar nicht. Es sind noch vier Leute. Okay, dann geht mal ein Stück zurück. Gucken mal hier drüben, wie es hier aussieht. Wow, das war interessant, dass da nichts weiter passiert. Da haben wir eine 8. Oh Gott, eine 8-8er. Okay. Attention. I'll let you off at these coordinates. Kannst du mal aufhören zu schießen, bitte? Awaiting orders. So, hier kommt unser super duper Calliope. Außer Reichweite, okay. Gut, dann ihr bitte mit Unterstützung von diesen beiden Panzern. Auf den Punkt bitte pushen. Und die hier bitte ausladen. 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 Follow me, men.
Taxi ready. Forward. Ready, sir. Ja, die nehmen die Halbkettenfahrzeuge raus, das ist mir jetzt egal. Firing when in range, sir. Stretchers! Ja, eine harte Deckung ist natürlich schwer, die da rauszukriegen. Komm, der darf nicht nochmal schießen. Taxi ready. Okay. Dann jetzt hier in den Wald erstmal rein. Der Recon hier vorne hin. Danke. Der Punkt hier. Oh shit. Was ist hier schon wieder los? Die beiden Punkte wären noch gut. Fire! Smash him! I'll let you off at these coordinates. Where are we headed? Glad to see somebody knows where we're going. Shoot anything that moves! So, ich hätte gerne mal hier auch noch Infanterie, damit wir hier die Straße lang pushen können. Das ist einfach nur ein Horschau. Radio check, red 1 through 6, over. Auf wen schießt der denn? Let's roll. Was ist hier an dem Punkt, dass da noch nichts eingenommen wurde von uns? Nothing to report. Germans ahead. Button up. We're engaging. Orders are clear. Go ahead. Glad to see somebody knows where we're going. Gut, dann greifen wir die an. So, dort ist jetzt der... Yes, sir. Die 8-8er. Die greifen mit dem Ding mal an. Das wird übrigens Gruppe 9. We're under fire. Sir, yes, sir. Choose your targets. Hier drüben steht noch ein Sniper. We're ahead. Squad, at your orders, sir. There's not the reason why. There's but to do and die. Reporting for duty. Be careful. Enemies nearby. Ryan, get down. Squad, at your orders, sir. Kommt da rein, den Panzer rausnehmen. Scheiße, der Sniper nervt. We're being overrun. Nein, diese. Oh, fuck. GI is ready for battle. Scheiß Sniper. We give up. Driver, put it in gear. Ready, sir. Be careful. Enemies nearby. We've got them. Reporting for duty. Nicht gut, nicht. Wow. You say so, sir. Second platoon ready, sir. Ryan, get down. I'll get you there as soon as possible. Nicht gut hier. Kommt, ihr müsst da ran. GI is ready for battle. Das war kein guter Angriff hier. Zumal dieser Sniper uns da echt auf den Keks geht. So, der Scout dort bitte. Okay, wir haben den Punkt zumindest eingenommen. Das Halbkettenfahrzeug geht jetzt raus. Was machen die denn hier? Move out!
fire formation. Armor ready. Engaging target. Medic! I want to go home. Yes, sir. Move, but watch for ambush. Good. Ryan, get down. Rockets primed. Haben wir uns die Punkte zumindest wiedergeholt. Hier ist ganz schön dicke Luft. Das Stück geht raus. Die ziehen sich mal zurück. Die 76er geht hier vorne hin. So, jetzt haben wir 15 zu 9. Jetzt gehört uns endlich mal mehr Punkte als dem Gegner. Sniper dort sind extrem nervig. Do you have a target, sir? Moving there, sir. Kriegen wir den raus. Für die Halbkartenfahrzeuge sind wir eigentlich wurscht. Die hier sind gefährlich, weil die halt Panzerfäuste haben gegen die Panzer. Der Scout wäre halt jetzt mal echt gut, wenn der rausgeht. Dieser Sniper, sehr gut. Gut. Dann geht er weiter auf Jagen hier hin. So, der. Oh, sehr gut. Der Mörser geht raus. So, hier oben. Da kommen jetzt drei Stucks. So, das zweite Stück geht auch raus. Wir ziehen uns erstmal wieder in den Wald zurück. Wir holen hier die Shermans von der anderen Seite ran. Zurück in den Wald, habe ich gesagt. Zurück in den Wald. Ah, er nimmt den einen noch mit raus mit. Okay. So, das letzte, die letzte Bazooka für den fürs Stuck. Ja, sehr gut. So, hier sind wir zwar in den Wald reingekommen, jetzt haben wir aber dort das Problem, dass wir nichts gegen die Stucks da machen können. So, und hier haben wir immer noch das Problem, dass wir irgendwo Infanterie stehen haben. Trotzdem, wir führen jetzt 14 zu 10. Wir müssen jetzt bloß mal gucken, dass wir die Punkte auch halten. Und die Shermans haben wieder gesagt, keine Chance gegen die Stucks. Das ist unmöglich. Yes. Wir müssen mal die 76er hier nachrücken lassen. Holen mal noch was Dickeres mit nach. Fire. Greifen dort mal die Jäger an. Enemy spotted. So, das Stück ist zumindest auf Rückzug. War Daddy to Red Leader. I am listening. Wir hatten doch hier auch Panzer. Greif mal bitte in die Seite des Stück an. I hear ya, loud and clear. Kriegen wir es zumindest auf Rückzug. Nice shooting, Gunner. We're ahead. Boah. Komm schon, es ist auf Rückzug. Yes, sir. Oh, es geht sogar raus. Nice. Okay, dann bitte Feuer frei auf das andere Stück auch noch. Wenn wir das auf Rückzug halten können, dann... Okay, hier kommen noch ein paar Truppen mit. One last crowd. Radio
hier bitte auf die Jäger. Auch wenn es mit dem Panzer auf die Distanz echt scheiße ist, weil die nämlich mit ihren Bazookas dort uns richtig einheizen. Die sind auf Rückzug hinterher. So, wie sieht es hier drüben aus? Das Stück ist raus. Wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall, wir müssen mal jetzt kurz ein bisschen hier die Zeit langsamer laufen lassen. Wir brauchen jetzt hier Infanterie und müssen die vor allen Dingen mal nachrücken lassen. Dass wir uns jetzt hier die Punkte mal ein bisschen sichern. So, bitte die, die hier im Rückzug sind, hinterher. Damit die auch definitiv rausgehen und uns nicht wieder nerven hier. Okay, perfekt. So, dann ist jetzt, glaube ich, das nächste Ziel, hier irgendwie an diesen Punkt zu kommen. Wir brauchen hier erstmal einen Unterstützungs-LKW. So, kommen wir an die 76er da oben irgendwie ran. Start pushing. One more hit, we're done. Ah, hier sind immer noch die im Wald. Feuer frei. Komm, greift sie an. Was haben die für Waffen? Ah, die haben auch Bazookas. Muss man aufpassen, oder Panzerschrecks. Jetzt sind sie wieder auf Rückzug. So, was haben wir hier? Oh Gott. Geh mal runter von der Straße. Der Wald hier wird auf jeden Fall noch hart besetzt sein. So, hier auf die. Hat's den letzten Sherman hier auch noch zerlegt, oder was? Sind zumindest auf Rückzug. 16 zu 8. So, hier haben wir jetzt das Problem. We're closing on them. Let's roll. Ah, wir hatten das dort erobert. 15 zu 9. Oh Gott, was macht ihr denn? Yes, sir. Da lang fahren, ey. Ja, dass die manchmal, wie gesagt, die Straßen benutzen. So, die beiden bleiben mal bitte da, damit sie hier den Punkt bewachen. So, die 76er. This gun ain't easy to move. Das Ziel wieder verloren. Gut, aber die Truppen sind gleich da. Wow. So, endlich. Hier haben wir hier aufgeräumt. Gehören uns die Punkte. 17-7. Sehr schön. Need a light, sir? Roger. Eyes out for Germans. Ja, hier die Querfahrten sind scheiße. Das war jetzt richtig blöd. Oh, der hat uns den Versorgungstruck abgeschossen, oder was?
Kacke. Moving the gun, sir. Das blöde Stuck da oben drinne. Enemy spotted. Be ready. Wow. At your orders. Oh nee, jetzt ist noch den. Oh, nervig. Okay, da haben wir jetzt richtig Kacke. Dieses Stuck da auf der offenen Fläche hat uns jetzt richtig, richtig was gekostet. Ein Haufen Infanterie. Okay, das Stuck geht raus. Aber hier kommt schon das nächste Stück. Oh, das zeigt uns die Seite. Oh, bitte auf die hier. Nein, wieso denn jetzt die beiden noch? Hier ist er das Stück angreifen. Was uns gerade die Seite zeigt. So, hier, die Panzerabwehreinheit. Engineers, form on me. Und das Stück, was uns hier die Seite zeigt, bitte angreifen. Sehr schön. Das haben wir rausgenommen. Perfekt. Damit sind wir sogar in der Lage, uns den Punkt dort zu holen. Damit würden wir dann 17-7 führen. Jetzt haben wir wieder einen Punkt. Ja genau, jetzt haben wir den auf der Freifläche bekommen. Jetzt holen wir uns noch den hier in der Stadt. Dann steht es 18-6. This is Red 2. Enemy spotted. Nothing to report. Everybody out. At your orders. Forward. Genau, perfekt. Oh, oh, da haben wir ja ein bisschen was gefunden hier. Die Panzerschreckeinheit dort bitte. Die ist am gefährlichsten für unsere Panzer gerade. So, wir holen uns mal hier noch ein paar auf die Freifläche. Stuck geht da auch relativ einfach raus. Das gefällt mir. Können wir erstmal Einheiten wirklich rausnehmen? Das wäre gut. So, hier kommen Wolverines. Hier oben der Punkt. Kommt jetzt ein LKW. Schicken einfach alle nach vorne, die wir haben. Oh, das sind... Oh, dreifache Elite-Flammenwerfer oder Molotovs oder was das ist. Medic! I love the smell of fire in the morning. Second platoon, let's go. Jerry's dead. Ah, Mist, er hat ihn noch ausladen können. Hat jetzt Smoke dort geworfen. Jetzt haben wir den Punkt hier wieder verloren. Kommen ihn aber wieder. So kriegen wir jetzt endlich mal hier das Stück raus mit den 76ern, die wir hier im Wald stehen haben. So, da haben wir eine 8-8er am Wald stehen. Das ist natürlich richtig gefährlich für uns. Im Moment interessieren die sich aber nur für unsere Infanterie. Ja, oh, jetzt auch für die Panzer. Das ist scheiße. Die halten die wunderbar unter Unterdrückungsfeuer jetzt hier. Okay, weiter vor. Ihr müsst jetzt, ihr müsst auf die drauf.
Ja, die sind doch schockstarr. Jetzt alles drauf auf die 8-8er, was wir haben. Die ist extrem gefährlich. Jetzt hat er uns hier oben den Hügel wieder weggenommen. So, das Flugzeug haben wir rausgenommen, das war gut. Jetzt haben wir jetzt natürlich alle unsere Panzer verloren. Und er pusht hier oben auf den Berg drauf, okay. Aber im Moment sieht's gut. Also wir führen 17-7. Er hat eine knappe Niederlage. Kommt jetzt zwar mit Flugzeugen, aber... Müssen wir auf dem Flugzeug hier abhauen. Das ist nämlich gefährlich. Hier brauchen wir einen Versorgungs-LKW. Und wie gesagt, hier oben jetzt drauf. Und die schicken wir jetzt hier oben drauf auf Jagen. Nur hier oben. Alles, was wir haben, drauf. Ignite, Gentlemen, we're going in. Reservoirs are full and igniter all cleaned up. Medic! We're moving, sir. Wir holen aber auch nochmal Infanterie nach. Ja, die Flammenwerfer sind jetzt hier auf der Freifläche scheiße. Die haben tatsächlich keine Munition mehr hier, das ist natürlich kacke. So, erstmal auf die 20 mm oder was das da ist. Zieht euch mal zurück, das bringt ja nichts. Ja, die Flammenwerfer verlieren wir da jetzt. Huch, das wollte ich jetzt gar nicht. Manchmal ist es blöd, die Flug. Ich will das Flugzeug nicht reinholen. Roger, heading there. Er holt halt rein. Okay. Nice shooting, Gunner. Genau, jetzt kriegen wir den Punkt hier wieder. Sugar King, Sugar Charlie 3. Say again. Und damit steht es 18-6. Die Mitte ist halt noch ein bisschen kritisch. Eventuell kriegt man doch mal noch den Punkt hier. Erstmal den rausnehmen. So, dann den rausnehmen. Und jetzt haben wir schon gewonnen. Okay, ist die Zeit schon vorbei. Haben wir eigentlich ganz gut gemanagt, dafür, dass wir am Anfang so ein bisschen im Hintertreffen waren. Aber wir, der Trick ist halt mit den Amerikanern oder auch mit den Briten oder so, du musst halt gucken, dass du die gepanzerten Einheiten der Deutschen irgendwie mit den Bazookas rausnimmst. Mit diesen Shermans hast du einfach überhaupt keine Chance. Das musst du wirklich mit den Bazookas managen, also dass du sie an die Wälder ranlockst oder an die Häuser.
Und dann sind die auch kein Problem. Später dann in den Phasen B und C hat man dann meistens auch Waffen, mit denen man die halbwegs gut durchschlagen kann. Also entweder Pucks oder die Wolverines, ja. Aber am Anfang schwierig. Wir gucken mal drauf. 3,6 Kills gegen 1255. Insgesamt haben wir uns ja, glaube ich, ganz gut geschlagen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Eure Tipps gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, Imondal, Xynam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.